Halli, hallo, hallöle. Weiter geht's bei Elex. Ja, wir sind immer noch in der von Alps überrannten Stadt. Lager der Mitte. Feuerwerfer. Nein, du auch nicht mehr, Freund. Lieber erstmal eine Waffe ziehen, bevor wir ein Gebäude betreten. Man weiß ja nie, was da drin ist. Oh, die Kneipe. Die Kneipe brennt. Können wir vielleicht verkaufen. Jetzt setzt er sich mal wieder auf so einen blöden Stuhl. Er soll doch lieber den Krug da mitnehmen, da. Genau. Das sollte er eigentlich vorher schon machen. Für die Waffe. Na, warte. Von wo denn? Durchs Fenster geschossen, oder so. Seid ihr denn? Drecksfeuer wieder. An sich werden die Alps gar nicht mal so stark, aber dieses Feuer. Verbrecher dulden wir hier nicht. Mann. Geschichte. Ja. Vielleicht doch irgendwie ein Alp werden müssen. Dann hätte ich wenigstens ordentlich schießen können. Na warte! Und da oben kommt noch einer, Vorsicht. So. Habe ich euch jetzt auch? Ihr blöden Alps, ihr blöden. Lauter Blöder. Hier war ich schon drin und habe aufgeräumt. Ja.
Lutz. Den Lutz hat's erwischt. Ich erledige das. Dann mach auch bitte, Kaya. Sind wir drei Stück. Mann. Kaum war ich oben. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Runderspringen ist eine schlechte Idee, ist das? Es geht los. Ja. Das ist ja Kaya auch schon. Von hinten in den Rücken gehauen. So eine Mistmade, so eine elende. Na, warte. Teuer. Kaya, wie wär's denn mal? So. Danke für deine Hilfe übrigens. Gustav, 369 Elixit. Gustav hatte Gnade. So, kurz Nächtle. Muss Lebensenergie, Tränke sparen. Gustav, Gustav. Wer war denn das? War das Bulliparade immer? Oh, ist schon so lange her mit Gustav. Das war damals irgendwann mal. Wenn ich das noch wüsste. Machen wir schnell noch hoch. Da oben auf der Mauer stand ja auch noch einer. Immer alles voller Alps, wo man hinschaut. Alles voller Alps. Bin ich mal gespannt, ob die Separatisten hier hinten noch leben. Wenn die noch leben. Was hat mich denn jetzt schon wieder gekillt? Verdammter Hammer. Auch so ein Ding, was ich immer manchmal schwer stoppen lässt. Manchmal haust du drauf, zack, die sind irgendwie gestoppt. Manchmal haust du drauf und es passiert nichts. Weiß nicht, ob das an der Verfassung dieses Kämpfers liegt. Vom Gegner, ob der noch Ausdauer hat. Oder ob das einfach Zufall ist. Selber vergiftet. Und auch selber abgefackelt.
Mann! Brums. Drecksalps, Drecksviecher, Drecksalps. Fluch, Fluch, Fluch. Bleib hinter mir! Mach ich, wenn du das sagst. Na, warte. So. Jüri ist auch tot. Also die Separatisten sind alle tot. Hier, Nyra, Fenk. Also waren die doch keine Alps-Sympathisanten. Musa! Du sollst den Outlaw looten. Nicht auf den Stuhl dich hocken. Hier hinten war ja auch nichts mehr groß weiter. Sind die hier rüber reingekommen über diesen Kanalschacht? Nee. So, hier oben sind auch keine Alps mehr. Dann müsste ich jetzt eigentlich alle Alps weghaben. Ne, da oben stehen noch welche. Ich sehe es doch leuchten. Der packt den hier schon wieder ab. Ich sehe es ja nicht mal. Mensch! Ist immer blöd mit dem Fokus, dass ich da immer den Falschen drin habe und dann nicht zu dem komme, zu dem ich eigentlich möchte. Hier oben ist ja keiner mehr, also kann das ja nur von da unten irgendwo kommen. So. Der wäre schon mal hinüber. Manchmal mag ich die Alps nicht. Verbrecher dulden wir hier nicht. So. Gibt's hier noch mehr von euch? Auch tot. Alle tot. Und die Kiste machen wir gleich natürlich auch. Das war auch nichts. Klack, 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 klack. Zu einfach. Genau. So. Ulrich. Gut. Was wollen eigentlich die hier die Berserker mit diesen Plasma- und Energiezellen? Ich bin dafür fürs Hinsetzen. Sollte eigentlich ein anderer Knopf sein wie fürs Looten. Das ist grauenhaft. Du willst eigentlich nur irgendwas aufheben, klicks, klicks, klicks und dann blub, setzt es sich wieder irgendwo hin. So.
ganze Stadt ist gereinigt, außer der eine, der da verpackt im Boden ist. Und den kriegen wir da ja nicht raus. Oder ist der mittlerweile tot? Und dann wäre hier alles weg. Sie ist stuck. Gut, da wollen wir jetzt erstmal hin. Zu dem Sestak. Weiß jetzt nicht. Haben wir irgendeinen übersehen? Passiert hier noch irgendwas, wenn wir alle vernichtet haben? Können wir das Lager wieder annektieren und zu uns machen? Oder zum Lager der freien Menschen konvertieren? Dass die da noch ein Lager haben oder so? Das wäre nicht schlecht. Vielleicht kann ich denen da unten Bescheid sagen. Ey, eure Stadt ist wieder sicher. Alle Alps sind entsorgt. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Mal gucken. Sind ja schon fast da. Vielleicht können wir uns bei denen auch noch eine Runde aufs Ohr hauen, bevor wir zum Sestak losziehen. So viele Tote. Und alle Lasten auf meinem Gewissen. Lass mich einfach in Ruhe. Alles klar. Lieber ein Kampf mit den... Ja, auch nichts Neues zu erzählen. Jetzt, wo es die Kuppelstadt nicht mehr... Ja, du auch nicht. Hallo. Bevor du weiter in die... Hast du was Interessantes? Irgendwie nicht so. Sorry. Aber so wird das nichts mit unserem Geschäft. So. War das sehr weit dahin? Ja, eigentlich nicht. Na gut. Dann machen wir an der Stelle hier erstmal Schluss. Ich danke fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, lasst wie immer ein Däumchen da. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir dort sind. So. Und tschüss, ihr Lieben. Macht's gut.